So, Blaurock, es geht los. Ich habe Angst. Warum? Ich möchte nicht mit dir fahren. Du hast das vorgeschlagen. Du hast sogar alles dich darum gekümmert, hä? Ja, Jetzt bitte helfen. renne ich weg. Wo gehen wir hin? Ins Auto. Warum? Jetzt. Wo wollen wir hin? Komm jetzt. Bitte, ich kann das nicht. Hallo YouTube, was ist jetzt hier? Jetzt geht's los nach Amsterdam. Letzte Tour des Jahres mit den Yugi-Spielern und das ist, glaube ich, eine Premiere. Ich war noch nie alleine weg mit Blaurock. Ich habe auch Angst. Er ist ein bisschen kränkelig, mir geht's gut. Ich habe die Arbeit so weit geschafft, wie ich konnte. Und jo, jetzt muss ich noch ein bisschen Tasche packen, dann geht's los. Freust du dich? Übelst. Na? Kurz vor Hannover? Ja. Läuft noch flüssig soweit? Mittag gab's auch schön. Frühstück. Frühstück. Frühstück war das. Und jetzt gibt's noch was für die nächsten Stunden. Und ja, Amsterdam. Wie viele Leute erwartest du? Boah, schwere Frage. 300 vielleicht. So viele, ja? 200, 300. Ich hätte 200 gesagt. Für die anderen Mannschaftsclubs, die waren so bei 150. Ja. Und London 90, ja, war nicht so gut. Allein dieser Preispool. Ja. Wird schon Leute anlocken, denke ich. Ja. Wir werden sehen. Guckt ihn euch an, wie gut er fährt. Problemlos. Super. Jo, noch irgendwas, was du den Leuten mitteilen möchtest? Sieht ein bisschen aus wie die Kamera, so wackelt da vorne. Nein, ich möchte den Leuten nichts mitteilen. Jetzt macht er die Musik laut, der Affe. Ich dachte, wir haben die Ausfahrt verpasst, dann sagt er, ah shit, wir sind am Nike Outland vorbeigefahren. Du musst schon mal Prioritäten setzen, bitte. Und ich denke so, wir sind gerade am Quatschen, wir haben irgendwie was Wichtiges verpasst. Nö, A2 geht immer noch geradeaus, Richtung Holland. Aber das Nike Outlet, naja, auf der Rückfahrt müsst ihr lenken. Auf der Rückfahrt, ja. Am Montag. Montag dann. Dann wird hier Schuhe geschafft. Wir sind mittlerweile in den Niederlanden. Und, was sagst du jetzt zu der Fahrkultur? Alle gelitten. Alle gelitten. Er nennt sie Hellraiser. Hellraiser. Ja. Noch eine gute Stunde, wa? Ja. Eine gute Stunde bis zur Unterkunft. Amsterdam kommt gleich. Guck einfach mal rechts. Guck einfach mal rechts. Ja. Zieh es einfach rechts. Von rechts überholen, Autobahn. Und dann schert er wieder ein. Und dann macht er wieder rechts rein. Das ist, alle gelitten. Aber wir haben echt Glück. Irgendwie unsere Fahrbahn sieht die andere Zeit schon leerer aus als der Gegenfahrbahn. Obwohl die ist auch noch relativ leer. Mal schauen, wir kommen jetzt vielleicht in den Feierabendverkehr rein in Amsterdam. Also jetzt haben wir Glück mit dem Wetter, mit dem Verkehr. Ich brauche nur noch eine Minerva. Oh, was wollen die noch uns? Oder? Am nächsten Tag sehe ich alles gut. Ich hab nie Bullen gesagt. Gleich haben wir. Hast du gesagt? Pickel Pinocchio, habe ich gesagt. Pickel Pinocchio. Pickel Pinocchio. Guck auf die Fahrbahn jetzt. Ich nicht, ich fahre nicht. Ich darf filmen. Aber wir sind gerade hier Außenring Amsterdam. Noch, was sagt's Navi? 5 Kilometer, 11 Minuten, sind wir da. Unterkunft, Junge. Hab richtig Bock. Jo. Und jo, dann wollen wir noch in die City. Was essen und shoppen. Schuhe kaufen. Ja, und seine Schuhe, ey. Und ja, es wird langsam dunkel. Freust du dich auf den Weihnachtsmarkt? Ja.
Gerade hat er doch gesagt, er hasst Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Ist so. Ja. Gut. Sag mal jetzt Navi, du Blinder. Mach mal. 400 Meter musst du runter. Im Ernst? Das ist es nun. Wir sind da. Du riechst nach Pisse. Amsterdam. Nord. Es riecht ein bisschen streng. Geh mir aus dem Weg. Ich gehe ihm aus dem Weg. Und hier eins von solchen Zimmern, Apartments, was weiß ich, was das sein wird, gehört an uns. Und jo, jetzt müssen wir nur einen Vermieter treffen, dass wir dann da rein können. Erster Disput bei Blauer Remier. Was ist besser, Mac-PC oder Windows-PC? Das ist ja wohl außer Frage. Ach, halt doch. So, wir sind in unserer Unterkunft. Wir haben ein schickes Bild, wir haben einen Ventilator, wir haben eine Kochplatte. Und wir haben ein MacBook Pro. Ja, dann noch ein Bild. Und dann haben wir unser Bad. Nee, noch nicht, warte. Unser Bad. Hier, zack, brauche ich schon duschen. Super. Du musst da aufpassen, wie geht denn eigentlich das Licht aus? Weiß ich noch gar nicht. Hallo. Gut, lass mal dann. Musst du aufpassen, es ist dauerhaft heiß. Ist dauerhaft und das Wasser und ich wusste irgendwie nicht, wie man es abstellen kann. Aber ja, musst du aufpassen, verbrennst du dir alles Mögliche. Okay. Jo, macht Tulpen aber auch. Gut, los, einkaufen. Jo. Hatten ja auch cool eine Mappe, wo alles drin steht, was wir so machen können und was hier in der Gegend ist. Na dann auf nach Amsterdam Nord. Ich habe das Gefühl, das wird ein richtig langer Vlog. Ich habe übelst Bock zu filmen, weil Blauer kannst du nur filmen. Er versucht gerade eine Adresse einzugeben, weil wo wollen wir hin? Schnauze jetzt, ich muss mich voll konzentrieren, Alter. Footlocker und er sucht gerade irgendwie eine Straße und die kann man hier so gut wie gar nicht aussprechen. Wir wohnen in der Extrastraat Nord. Ja, jo. So, der erste Eindruck für Amsterdam, für die Leute, die es noch nicht kennen. Ich bin jetzt glaube ich das vierte Mal oder fünfte Mal von hier. Zweimal wegen Juli schon hier gewesen und jo, das ist hier so unser Viertel, unsere Hut. Überall Fahrräder und Motorräder und irgendwelche kleinen Bikes. Jo, und ich wollte gerade hier in den Laden reinlaufen, weil ich dachte, da gibt's was zu trinken. Nein, da gibt's nur Fische. Hast du es jetzt? Ich bin nicht gut mit Auto, Alter, ich bin gut mit Laufen. Ich hoffe, man hört uns. Wir fahren jetzt einfach mal spontan mit der Fähre in Amsterdam. Absolut geil. Von Norden, wo wir halt wohnen, zur Central Station, also Innenstadt, City. Und ja, geht gerade los, mal gucken, wie lange die fährt. Also ist das 19 Minuten fertig Fähre, oder? Nein, 19 Minuten ist der Weg bis zum Supermarkt. Ah, okay. Ja gut, dann sind wir ja gleich auf der anderen Seite. Und dann schaffen wir es vielleicht noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Ja? Aus der Fähre, und ihr glaubt gar nicht, wie schnell dieser Junge rennen kann, wenn es um Schuhe geht. Immer schnell rennen. Wir wollten noch schnell zum Footlocker, weil der 18 zugemacht hat. Der hat schon 17:50 oder so. Und er meinte, Jens, wir müssen jetzt rennen, ich muss dann noch rein. Ja, wir haben es doch geschafft, du hast doch Schuhe gefunden. Übelst geil. Die werden jetzt reserviert bis Montag und wir gucken mal weiter. Und ja, das waren schon coole Schuhe. Raus aus dem zweiten Schuhladen. Jetzt sind wir mitten in der Innenstadt auf dem Marktplatz oder was das hier für ein großer Platz ist. Und jo, ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Erinnert so ein bisschen gerade von der Aufmachung wie Prag, wie ich mal Weihnachten erlebt habe. Und ja, da war die Einkaufsstraße und da drüben geht die Einkaufsstraße weiter. Jo, so, du hast ein paar Schuhe gefunden. Ich habe keine Strickjacke gefunden, die auch gar nicht mehr Strickjacke heißt, hat er mir erzählt. Ja. Wie heißt Slip Hoodie. Slip? Slip, ja, Slip ja. Hoodie. Ja, da muss ich mal mit der Zeit gehen. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit jetzt. Wahrscheinlich. Merkt euch das. Ja, ich habe so gefragt, und die kostet noch 40, das war schon so meine Schmerzgrenze. In London habe ich einen für 20 letztes Jahr mitgenommen. Und dann meinte er, für 40 darf ich es gerade mal angucken. 105 kostet es. Und dann habe ich gesagt, raus hier, weg. Das ist mir zu teuer. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe so langsam Durst und Hunger, aber es ist alles überfüllt hier. Ey, das ist ein Snipe-Store, da müssen wir hin. Es nimmt kein Ende. Wir sind seit einer Dreiviertelstunde hier in der Straße und ja schon wieder im nächsten Schuhladen, im vierten oder fünften oder sechsten, keine Ahnung. Zwischendurch immer mal irgendwas mit, wie hieß der da? Keine Ahnung, irgendwas mit Bier. Nicht Bier wie Bier, sondern Bier wie der Bär. Jo, und da habe ich eine Strickjacke gefunden. Ach, habe ich schon mal mein Andenken für dieses Wochenende gefunden. Ich brauche mal wieder eine helle Strickjacke, weil die hier, die ich anhabe, die ist glaube ich schon 6 Jahre alt oder so, oder 7 mittlerweile. Und da dachte ich mir, ach komm,
das geht hier noch. 20 Euro nimmst du mit. Jo, jetzt warte ich hier draußen. Wir haben uns nämlich gerade eine Cola geholt, mal so dafür zwischendurch. Weil die Sense rumgeschoppe und rumrenne, das ist nichts für mich. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Zucker. Jo, und wir dürfen keine Getränke mit reinnehmen in den Laden hier. Deswegen warte ich gerade draußen und kann schon wieder die nächste Aufnahme machen. Hey, da ist er. Und, was gefunden? Nein, du musst mir eine Cola. Wir waren jetzt gerade essen, mal eine Kleinigkeit zwischendurch. Und eigentlich hat jetzt gerade schon alles zu, aber Laura hat noch einen Laden gefunden, wo Schuhe gibt. So, das Ding ist, ich wollte draußen warten. Ich wollte lieber wieder hoch, anstatt mit reinzugehen. So, jetzt haben den Laden zugemacht. Jetzt ist er da drin erstmal gefangen. Gut, jo, ich habe mir gerade noch überlegt, da ich gutes WLAN habe bei unserer Unterkunft, dann werde ich wahrscheinlich nachher, wenn Laura sein Deck baut, meistens steht ja soweit schon, wahrscheinlich schon hier die ersten Mitschnitte hochladen. Mal schon einen Rennern hochladen. Und dann geht's auch gleich wieder in die Heimat. Also, fertig. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Gut, oh, hier jetzt aber schon Rotlicht. Shopping-Tour erledigt. Wir stehen hier an der Fähre. Geht gleich los. Da kommt sie gerade. Seht ihr sie? Ja, seht ihr. Seht ihr sie? Ja. Und Tag 1 so gut wie überlebt. Jetzt haben wir noch ein paar Blatt Papier erworben für 5 Cent das Stück. Damit wir Deckliste schreiben können. Und jo, fahren wir mal wieder zurück auf die andere Seite in Norden. Und Amsterdam. Ist das Bock? Jo, was passiert dann heute noch so? Deck bauen. Video schneiden. Deck bauen. Deck bauen. Also das Deck ist doch schon entschieden. Ja, mal sehen. Vielleicht sieht Handy vielleicht noch um. Ja? Ja. So, jetzt kommt die Fähre jetzt langsam an. Sie dockt gleich an und dann. Ich will die Leute irgendwie nicht filmen. Weißt du, die gucken mal die Leute jetzt, Stalker. Oh Mann, ey. Nee, ich filme mich. Jo. Ich filme mich. Wir waren bei Mexikaner. Ich habe Meatballs gegessen. War ein bisschen wenig für 10 Euro, aber gut. So, und jetzt geht's hier los. Und jetzt guckt mal, wie es hier gleich losgeht. Weil ich muss mich verstecken. Ich will, dass ich so offen. Genau. Hier, Olli Rally geht los und alle stürmen hier raus. Ist das nicht geil? Und es sind nicht mal alle draußen, das wollen wir die ersten rein. Ja, willkommen in Amsterdam. Ich? Ja. Good life. So, wir sind wieder in der Unterkunft angekommen. Trinken wir noch ein Stück von einem geilen Orangensaft. Von dem du nichts abkriegst, weil es eine karibische Orange ist. Ich habe selbst jetzt was zu trinken. Ja. So, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen Deck bauen. Also eher, ich möchte das Video rendern. Da unten und jo. Dann war es ja schon mit Teil 1 von Amsterdam. CCG, Major to Stop, Ground, Closing, wie nennen die das? Ist auch egal. Warte, das checkst du mal auf Facebook. Ist dauert zu lange. So, niemals. Grand Final Amsterdam. Ein Fork. Möchtest du an, Alter? Fork spielen. Nein, hier. Jam Night, das ist Wazzy Rap. Freien Fusion Forks? Ja. Mit ultimativer Drop-Power auf mein Deutsche und ja. TK. Krass, Mann. Gut. Ich mach lieber zwei Normalbeschwörungen anstatt eine Spezialbeschwörung, weil der Gegner dann keine Karte durch Max Ziel ziehen kann. Dann setz dich mal dein Mac.